Well, welcome to the Faith of the Fathers podcast. My name is Carl Gessler. I'm the host, and today I have my wife in the studio with me. The mission of this podcast is to reignite the faith of our fathers, and today we are going to do that by going into really the depths of darkness and to discover that the light of Jesus is still there and burning brighter than the darkness, as it says in the Gospel of John, that the darkness, light has come into the world, but darkness could not overcome it. And we have a special guest, Chantel Fry. Obviously, my second language skills are non-existent, but we're going to be hearing Chantel's profound and difficult story through an interpreter today, which is the first time we're going to be doing it this way, but I know it's going to be well worth this deep dive. So welcome to the podcast, and Chantel, welcome to the Faith of the Fathers podcast. Chantal, willkommen im Faith of the Fathers Podcast heute. Danke vielmal und ich freue mich sehr für diese Einladung und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Thank you very much for the invitation to this podcast. And I'm really curious about this talk and how it will turn out. I'm all excited. Thank you. Well, we are interested in your story. We just learned about satanic ritual abuse in the past couple of years. Wir sind sehr daran interessiert, einfach dich deine Geschichte erzählen zu lassen. Wir wissen erst seit ein paar Jahren Bescheid über satanistisch-rituellen Missbrauch, dass es das gibt. And we want you to know we believe your story. Wir möchten einfach, dass du weißt, wir glauben dir. Wir glauben, was du erlebt hast, ist wahr. Ja, das, ich muss sagen, ich weiß über satanischer ritueller Missbrauch auch noch nicht so lange Bescheid in meinem Alltag. I have to admit, me myself, I also have not known about satanic ritual abuse, like with my in my daily life as my main personality. Weil ich, weil ja das alles so traumatisch gewesen ist, dass ich das all die Jahre eigentlich abgespalten hatte. Because these things that I experienced were so traumatizing, I really dissociated all of it over the years. Als ich schon längst erwachsen war, da habe ich realisiert, dass ich nicht die Tochter der Menschen bin, die ich als Eltern kannte. So when I was already an adult, it was then when I realized that I was not the daughter of the people that I called my parents. Ich hatte plötzlich eine Erinnerung oder sagen wir ein Flashback. I suddenly had a memory come up. I had a flashback. Und ich sah mich als kleines Mädchen in einem Frachtflugzeug oder in einem, ja, einfach in einem hinteren Teil von einem Flugzeug. I saw myself as a little girl in an airplane and I was where you put normally the goods or the luggage, to sit in a back part of a plane. Und dann habe ich mit der Zeit realisiert, dass ich entführt wurde von amerikanischen Soldaten. I realized that I was kidnapped as a girl by American soldiers and taken to Europe. Genau, und ich wurde nach Europa gebracht, also in die Schweiz wurde ich gebracht. I was brought to Switzerland. Und ja, das ist auch der, darum glaube ich auch, dass meine leiblichen Eltern in Amerika leben. And I believe that my biological parents live in America. Und ich wurde in eine Schweizer Familie hineingebracht. I was brought into a Swiss family that turned out. Und diese Familie war eine satanistische Familie, eine Kultfamilie.
the family that I grew up in turned out to be part of a satanic cult. Und so fing eigentlich ziemlich bald nach meiner Entführung fing das an, dass mein, ich nenne ihn mein Kultvater, dass er mich sexuell missbraucht hat. So it started actually right after that I was brought to Switzerland, that my, I call him cult father, started to sexually abuse me. Und er hat dann auch angefangen, mich an pädokriminelle Menschen zu verkaufen. He also started to sell me to other pedocriminal people, to other pedophiles. Und weiterhin dann auch so in der Nacht vor allem hat er mich mitgenommen an satanistische Rituale. And especially during the nights he would come and take me to satanic rituals. Diese Rituale haben jeweils in einer Kapelle, kleiner Kapelle stattgefunden in der Nähe von unserem Wohnort. It was, these rituals were taking place in a small chapel near the place where we lived, near our hometown. Und wir wohnten in einem Quartier umgeben oder mitten in einer Sekte. So the area where we lived in that town was like in the middle of a cult. There were many cult members there. Und diese Sekte, die nannte sich Adorateur du Soleil, also Sonnenanbeter. The name of the cult was Worshippers of the Sun. It was a French name. Und Teil von dieser Sekten Menschen waren Teil von Illuminaten. So, and part of this cult were also part of the Illuminati. Und so wuchs ich da mitten in dieser Sekte auf. So, I grew up in that satanic cult. Und meine Lehrer in der Schule oder auch meine Lehrer von der Musik und meine Nachbarn waren die meisten einfach Sektenmitglieder. So many of the people around me, like for example some of my teachers or my music teacher, some of the neighbors were part of the cult. Aber wir als Familie, wir galten als christliche Familie. But we as a family, we supposedly were Christians. Und wir gingen jeden Sonntag in Gottesdienst. We would go to church every Sunday. Und mein Vater war also sogar Ältester in einer freikirchlichen Gemeinde. So my father was even one of the elders in the church that we attended. Ja, also eben mein Kultvater. Kultvater. Mhm. Und so haben wir eigentlich gegen außen ein christliches Familienleben gelebt. From the outside it looked just like a normal Christian family life. Aber in der Nacht waren wir eine satanische Kultfamilie. But at night we were a satanic cult family. Und in dieser Familie, also in diesen Ritualen, wo mich mein Kultvater dann mitgenommen hat. So during these rituals, satanic rituals, whenever my cult father took me. Da habe ich alle Formen der Gewalt erleben müssen. I had to experience and go through all forms of violence that you can imagine. Also wir reden da von Gewalt an mir selber. We're talking violence against myself. Aber auch musste ich zusehen, wie anderen Gewalt angetan wurde. Also had to witness violence that was done to others. Und schlussendlich wurde auch ich, also Teile von mir dazu trainiert, anderen dieselbe Gewalt anzutun, wie die mir angetan wurde. And finally I was also trained to become a perpetrator myself, to do the same things to others that were done to me. Und wir reden da wirklich von Missbrauch in allen Formen. We're talking about abuse in all forms. Also sexueller Missbrauch, Sodomie, weiße und schwarze Folter,
Kannibalismus. Sodomie, white and black torture, cannibalism. Elektroschocks. Like electroshocking. Und auch bis hin zu Opferungen von Kindern und Erwachsenen, dies zu Ehre ihres Gottes Satan. And even sacrifices of children and adults to worship their god Satan. Ich wurde dann von ihnen eigentlich als gutes Kind angesehen, weil ich da so gut mitgemacht habe. And because I was coping so well, I was seen and named like the good child. Und so wurde ich dann in einem anderen Land, also das war in Belgien, haben sie dann entschieden, aus mir eine Mother of Darkness zu machen. And that is why they took me to Belgium and decided to turn me into a Mother of Darkness. Und das ist eine Art wie eine Ausbildung, die sie mir gegeben haben oder die sie mit mir gemacht haben über mehrere Jahre hinweg. This is like a special training that you undergo. It's over a couple of years. Und das ist, so habe ich dann später herausgefunden, das ist Mother of Darkness ist die dritte Stufe auf der weiblichen Seite von den Illuminaten. And it was later on that I found out that Mother of Darkness is like the third level on these different ranks, satanic ranks of the Illuminati. Ja, und während dieser Ausbildung wurde ich dann auch in verschiedene Länder hingeführt. And during my training, my special training, I was brought to and taken to different countries. Also nach Frankreich, nach Belgien, nach Deutschland, nach Spanien und eben auch oft nach Amerika. I was taken to France, Belgium, Germany, Spain and oftentimes also America. Und mein Kultgroßvater, my cult grandfather, der war, also ich weiß nicht genau, ob er Pilot war oder auf jeden Fall hatte er mit Flüge zu tun. I'm not quite sure if he was a pilot, but he had to do with planes, with airplanes. Und auf jeden Fall hat er Privatjet, also Flüge hat er begleitet, direkt von der Schweiz aus nach Amerika. And he was doing like private flights directly from Switzerland to America. Und so habe ich natürlich dann auch bekannte und prominente Personen getroffen. This is how I met well-known and prominent people. Und auch prominente People aus Amerika, prominente Menschen aus Amerika. Also celebrities from America. Und das ist auch ein Part eben, dass einfach das viele Menschen wirklich Schwierigkeiten haben zu glauben. That's also a part of my story that many people have a hard time believing. Ja. Aber ich wurde also an Orte in Amerika hingebracht, wo ich nicht mehr weiß, wo das war. Also auch militärische Basen. And there were many places that I was brought to in America, where I don't remember where it was, or I was not aware of where it was, but it looked like military camps. Und eben auch, also als ich Kind war, wurde ich auch dann in das Weiße Haus gebracht. And when I was a child, they also took me to the White House. Und dort habe ich im Weißen Haus habe ich auch den Jimmy Carter damals getroffen. Der war damals noch Präsident. It was back then when Jimmy Carter was president and I met him in the White House. Und ich wurde, bitte? Can yes, I, please. Do you remember, just because of rumors that we've heard, how they brought you into the White House? Kannst du genauer erläutern, wie die dich genau ins Weiße Haus gebracht haben? Weißt du da was drüber? Weil wir haben da so Gerüchte gehört, wie das vonstatten geht.
Nein, ich erinnere mich eigentlich nur noch, dass ich, dass es muss einen Platz gegeben haben, wo man mit Helikopter hinkommen konnte. There must have been a place where you could land with a helicopter. Weil manchmal wurde ich dann auch für Aufträge direkt vom Weißen Haus mit dem Helikopter in andere Orte hingeführt. Because I do remember that I was brought directly from the White House to another place by helicopter. Ja, und was ich auch mich noch sehr gut daran erinnere, ist, dass die hatten mir einen Raum zugeteilt, ein Zimmer. And I re clearly recall that they gave me a room. Und das Komische war, ist, sie haben diesen Raum Blue Room genannt. They always refer to it as the blue room. Aber komischerweise war der viel mehr mit Rot eingerichtet als mit Blau. But it was mainly red furniture and not blue. Und das war dann immer so, ja, das hat halt nicht zusammengepasst. Also das hat dann gemischte Gefühle ausgelöst, wo ja, ich dann auch irgendwie mir selber gar nicht mehr trauen konnte. Also So, ja. because that did not fit, like they sent me to the blue room, but then it's all red, and I started really to question myself, like, am I getting mad, or am I thinking straight, or what's going on? Und was ich auch noch daran erinnere an das Weiße Haus, ist, es muss so Keller geben mit so verschiedenen Abteilen. Another thing that I recall is that from the White House, there must be cellars with different compartments. Ja. Ja, Tunnel? genau. Ja, Yes. genau. So wie Tunnels, und dann hat es so verschiedene Abteile, und in diesen Abteilen wurden wir Kinder dann auch gefangen gehalten. Yes, sort of tunnels, but with different smaller areas, like divided into smaller areas where we us children were kept captive. They held us captive. Und ich habe natürlich im Zuge von wo ich immer wieder nach Amerika hingebracht wurde, habe ich in einem, ja, es war eigentlich ein großes Holzhaus. Ich beschreibe das wie ein Country House, aber ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. So, I remember situations in America where I was brought into the woods to a wooden cabin. I'm trying to describe it. Und dort gab es so kleine Partys mit verschiedenen Leuten. Also gewisse habe ich erkannt, aber andere weiß ich nicht, wer das war. And they used to throw parties there. There were some people that I recognized and others I didn't. Aber auf jeden Fall wurde ich damals von dem Bill Clinton abgeholt. But I remember that Bill Clinton came to pick me up. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich seine Frau, also die Hillary Clinton, auch mehrmals getroffen habe. And I also remember meeting Hillary Clinton several times. Aber sie habe ich mehr in so militärischen Anlagen getroffen. But I remember meeting her in military environment. Ja, das sind auch Dinge, die ich dann auch in meinem Buch beschreibe, an wenn ich mehr. Natürlich, in meinem Buch habe ich keine Namen. So you can read about these things in detail in my book, but I was not naming the people in my book. Damit es einfach, damit ich das Buch herausgegeben kann
und nicht, dass es nicht wieder einfach vom Markt genommen wird. And it was because I did not want it to be taken off of Amazon. I wanted it to stay and to be available. That's why I decided not to name the people. Ja. Und in dieser Zeit, wo ich im Weißen Haus war, da habe ich auch noch eine Frau getroffen. Sie ist mittlerweile verstorben. I remember when I was in the White House, I met a woman that has passed already. Sie ist zwar nicht Amerikanerin, aber das war die Margaret Thatcher. She's not an American, but it was Margaret Thatcher when she was there on visit. Ja, also ich habe natürlich noch andere Menschen gesehen, aber ich kann nicht, also ich nenne einfach die Namen, von denen ich mir ganz sicher bin, dass sie das waren. So, and I know that I have met a lot of people in America, but I'll just name a few. And only the ones that I'm 100% sure that I met them. Ich habe noch weitere, auch Amerikaner getroffen, aber die habe ich dann in Ritualen in anderen Ländern gesehen. So, for example, I met other Americans, but in other countries, not in America. Zum Beispiel habe ich in Belgien auch bei einer, ja, bei einer Geburtstagsparty, satanischen Geburtstagsparty. In Belgium during a satanic birthday party. Habe ich den Tom Cruise getroffen. I met Tom Cruise. Und auch in anderen Ritualen habe ich damals die Elisabeth Chu getroffen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. And during other rituals, I met Elizabeth Chu. I'm not sure if I pronounce it right, if I'm pronouncing it right. Und das ist ja auch eine amerikanische Schauspielerin. She's also an actress, an American actress. Und auch die Meg Cabot. And Meg Cabot. Und das ist, ich glaube, eine bekannte Schriftstellerin in Amerika. And she is, as far as I know, a well-known writer in America. Ich habe dann auch noch weitere Leute getroffen, prominente Leute, aber das war dann halt nicht in Amerika, sondern das war entweder bei Ritualen in anderen Ländern oder in England. And the other celebrities that I met, these were not Americans, or I met them in other countries, other people. In another interview, I heard you mention even the Queen Elizabeth. Yes. Ich habe in einem anderen Interview gehört, dass du sogar die Queen Elizabeth getroffen hast. Genau. Ich habe die Queen Elizabeth getroffen und ich habe den Tony Blair getroffen. Und ich habe auch damals noch die Prinzessin Diana gesehen. Aber ich habe ganz klar gesehen, dass sie unter der Kontrolle von dem Mohammed Al-Fayed, also dem Vater von Dodi Al-Fayed, unter seiner Kontrolle war. So, I've met the Queen and I have also met Tony Blair and I recall even meeting Princess Diana when she was still alive. But she was under the control of Mohammed Al-Fayed, who is the father of Dodi Al-Fayed. Okay, dann habe ich auch, das war auch dann an Ritualen, den damaligen Prinz Felipe, also heute König Felipe von Spanien, getroffen. And so back then he was still a prince. Today he's King Felipe, Spanish. Und die drei bekannten Tenöre, also Placido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras, die waren damals noch nicht als die drei bekannten Tenöre bekannt. And I remember meeting these three famous tenors that you just mentioned, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, and José Carreras. But back then, they were not as well known as they were later. Und auch französische Schauspieler wie die Catherine Deneuve und Gérard Depardieu.
and the French actors Catherine Deneuve and Gérard Depardieu. Und dann waren noch andere Menschen da, die man nicht, von denen man nicht so oft hört, und dennoch habe ich sie getroffen. Das war der Serge Blanco. And there were also other people that were not as well known, but still some sort of celebrities. Serge Blanco. Er ist ein, also er war ein bekannter Sportler. He used to be a sports, like famous. Und dann auch die Frau Anna Kamarowska. Das ist eine Frau des späteren Präsidenten von Polen. So Serge Blanco was an athlete, and Anna Kamarowska, again please. Ist die Frau eines späteren Präsidenten von Polen. Ah ja, Anna Kamarowska is later she became the wife of a president of Poland. Ja, so das sind eigentlich, das sind diese Menschen, die ich getroffen habe, wovon ich auch in meinem Buch schreibe. These are the people that I met and where I'm also writing about in my book. Genau. Ja, also wo ich über, ja, ich habe noch mehr getroffen, aber das sind diese Leute, beschreibe ich in meinem Buch. I met many more, but these were the ones that I identified and that I'm describing in my book. Und dann, ja, war dann irgendwann dann halt diese Ausbildung bei den Illuminaten abgeschlossen. So there came the point where my special training came to an end. Und so haben sie dann eigentlich ganz viele Persönlichkeitsanteile in mir geschaffen. And what they did during that time was that they dissociated, like they created new split off parts of my personality. Und auch Anteile, die täter loyal waren. And also many, many, they call it alters, split off parts that were perpetrator loyal, like a perpetrator loyal personality trait. Can you, without hurting yourself, can you explain for people who have never heard about that a little bit of just how that works, how splitting your personality, and what you think the point of it was? Why were they doing it? Kannst du kurz erklären, nur wenn es dir nicht zu nahe geht, wie das gemacht wird, weil einige unserer Hörer oder Hörerinnen vielleicht das nicht wissen. Wie werden Persönlichkeitsanteile geschaffen, zum Beispiel, und besonders auch, warum macht man das? Mhm. Ja, also eigentlich ist ja die DIS. So DID. Ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus, oder sagen wir, das Dissoziieren ist ein Schutzmechanismus, der in uns Menschen angelegt ist. So the fact that we human beings are dissociating when traumatic situations happen is something that is just meant to be that way in humans, and it's actually a protection, it's a mechanism to protect oneself. Und wir kennen das zum Beispiel, wenn jemand einen Autounfall hat. So for example, if someone experiences a car accident, dann weiß diese Person meistens nicht mehr genau, was passiert ist, als sie in dieser traumatischen Situation war. So due to this protection mechanism, most of the time the person involved in the accident wouldn't know exactly what happened or how the accident happened. Und die Erinnerungen kommen manchmal später zurück und manchmal auch nicht. And sometimes the memories come back later and sometimes they don't. Aber die Person ist ja in dem Moment, wo das ganz, ganz Schlimme passiert, in dem Moment geschützt, kann man so sagen. But in that particular moment where the trauma is happening, the person is protected, so to speak.
und bekommt nicht voll und ganz mit, was jetzt mit dir passiert. And is not fully realizing and experiencing what is actually happening to him or her. Also ich nenne das eigentlich ein Geschenk Gottes, das hat Gott so in uns Menschen installiert. So I refer to it as a gift of God and I'm thankful that God installed it in us humans. Aber die Täter, die wissen natürlich auch um diesen Mechanismus. But the abusers, they also know about this mechanism. Und weil sie eben Täter sind, missbrauchen sie diesen Mechanismus. And because they are abusers, they abuse this mechanism. Und so fügen sie einem Opfer extra Traumas zu. So what they do is that they on purpose, purposefully, they create trauma to a victim. Damit eben Dissoziation passiert. They traumatize the victim in order to that the victim would dissociate. Und in den satanischen satanistischen rituellen Missbrauch reden wir ja von organisierter Gewalt. And in satanic ritual abuse we are also talking about organized violence. Das heißt, so ein Trauma passiert noch nicht nur einmal, sondern es wird immer und immer und immer wieder bewusst zugefügt. So they are traumatizing over and over and over and over and over again. Und so entsteht nicht nur einen Moment der Dissoziation. So they are doing the same trauma over and over again in order to not only having a moment of dissociation, sondern es entsteht dann einen anderen Persönlichkeitsanteil. But in order to really split off and have the creation of a new personality part. Der eigentlich in erster Linie dazu dient, diese Traumas der dazu dient, die, also ja, wie soll ich das sagen? Der dazu dient, dieses Trauma zu tragen. So the newly created personality part of the personality is used or is meant to be carrying the trauma. Also so man kann sich das so vorstellen. Entschuldigung. Sorry. So sort of that only that part that was just created knows about what's going on, about what kind of trauma was just happening. Und man kann sich das so vorstellen, dass dann halt eben zwei oder drei Personen diese schwierige Situation tragen und nicht nur eine. So you could also imagine it that way, that two or three parts or personalities are suffering or from that traumatic experience or carrying it, or it is like it is divided on different persons. Und ich mache ein Beispiel anhand von dem, was ich erlebt habe. I'll tell you an example, something that happened to me. Als ich ein kleines Mädchen war und mich mein Kultvater in der Nacht besuchte. When I was a little girl, my cult father came to visit me at night. Um mich zu missbrauchen. In order to abuse me. Dann war das eigentlich zu viel für mich, dass mein Vater, den ich ja liebe, dann in der Nacht kommt und in der Nacht ist der Böse. That was just too much for me as a little girl, that my father, whom I love, came to me at night and was this evil person, abusing me. Und so habe ich mit der Zeit, habe ich mir selber gesagt, okay, das ist zu viel für mich. So I sort of told myself, that's too much to bear. Und dann bin ich wie
ich bin einfach weg von mir. Ich bin weg von meinem Körper. So I just sort of flew out of my body. I just left my body. Und so habe ich der anderen, also dem anderen Teil von mir, eigentlich die Aufgabe gegeben, sich missbrauchen zu lassen. So that meant that I sort of gave the task of being abused to that other part of me that was still there. Me, myself, I went off, I went out and yeah, that other part of me be abused. Und so war es eigentlich, als ich war hier, aber ich war trotzdem nicht hier. Meaning you are there, but you're actually not there, consciously. Weil ich musste ja dann am nächsten Morgen wieder in die Schule gehen. Because the next morning I had to go to school again. Und ich hätte das nie geschafft, wenn ich jede Nacht mich hätte missbrauchen lassen oder wenn jede Nacht dieser Missbrauch passiert wäre. So I would have never been able to go to school normally if I would have been present each night the abuse happened. Und so habe ich einfach einen anderen Anteil geschaffen, der dann halt das in der Nacht erlebt hat, damit ich in die Schule gehen kann. So I created that personality, that part, that other part of my personality in order for me, for the main part of me to be able to function and go to school. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, die Täter wissen von dieser Dissoziation. So, but as I shared before, the abusers, they know about dissociation. Und haben das eben missbraucht. And they used it for their goals. Und so haben sie dann Teile von dieser Persönlichkeiten, also es sind ja dann verschiedene Persönlichkeiten gewesen, dann haben sie Teile davon genommen. So they created many different personality split-offs. Und dann haben sie Teile davon genommen und sie trainiert und ausgebildet, damit sie dann dem Kult dienen. So they took certain parts and trained these parts especially to be servant and loyal to the cult, to the satanic cult. Also haben sie aus mir eben, ich war zwar Opfer, aber sie haben aus mir, aus Anteile von mir auch Täteranteile gemacht, gebildet. So, yes, on one hand I was a victim, but they also trained parts of my personality to become a perpetrator myself. Ja, genau. So parts of me were loyal and also started to be abusive. Genau, ja. Und weil eben, weil ja das Ganze, weil ja das immer in einer sehr dramatischen, schmerzvollen Situation geschehen ist, also mit Gewalt und Folter. So, and because this dissociation was always created in an atmosphere of horrible, traumatizing violence and torture. Ist das eben, habe ich das ganz stark verdrängt? This is the reason why it was not consciously available for, like I did not know about it, because I really had to hide it deep down somewhere. Und ich das eigentlich, dass das landete in meinem Traumagedächtnis. So it was like a repression, and all of that just went straight into my subconscious trauma memory. Und das war dann so abgespalten, also ich habe das so fest verdrängt. Und solange ich das gemacht habe, konnten sie eigentlich Zugriff haben auf diese Anteile. So, and as
as long as I repressed all these parts, they still had access to me. They still had access to these parts and they could do with me what they wanted. Und sie haben auf mich Zugriff gehabt, weil sie Trigger gesetzt haben zu diesen Anteilen. And how they do it is they had access because they were setting triggers, they installed triggers on the different parts or in order to have access to exactly the personality part that they wanted to. Und so habe ich eigentlich auf einen kleinen Trigger eigentlich immer das gemacht, was sie von mir wollten, wie ein Roboter. So I was sort of like a robot. Even the smallest trigger that was installed, I would just start acting the way they wanted. Ja, so das ist meine Erklärung dazu. Ist das verständlich, oder? That was my explanation. I tried to explain it. Was that understandable? Ja, vielen Dank. So you are a Christian today. Also heute bist du Christin, richtig? Ja, ja. Can you tell us about that journey? How did you break free from that control? Kannst du uns ein bisschen was über deine Reise erzählen? Wie hast du das geschafft, auszubrechen aus dieser Kontrolle? Also ich habe schon ziemlich früh, also da war ich noch nicht ganz 20 Jahre alt. When I was not even 20. Dann habe ich schon bemerkt, dass irgendetwas mit mir anders ist als mit den anderen Menschen. I already started realizing something is different with me than with others. Weil ich einfach bei vielen Sachen ganz anders reagiert habe. Because in many situations I just completely I reacted in a different way. Und dann habe ich natürlich angefangen, mich zu fragen und auch zu suchen. And I was looking for answers. Und weil ich ja schon mich sehr, sehr früh mit meiner Alltagspersönlichkeit für Jesus entschieden hatte. Because at an early age I was already I had given my life to Jesus with my host personality. Habe ich natürlich auch immer wieder gebetet und Gott gefragt, dass er mir die Dinge aufzeigt. And this is the reason why I was also in prayer asking God to reveal these things, to reveal to me what's going on or what's wrong with me. Did you come to know Jesus in the church that you grew up in, or was it in a different church? Hast du Jesus kennengelernt in der Kirche, in der du aufgewachsen bist, oder woanders? Nein, ich habe ihn kennengelernt in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Yes, I got to know him in the church that we attended, that I grew up in. Aber es war sehr, sehr religiös. But it was really, really religious. Und ich habe eigentlich einfach Ja gesagt zu Jesus, so wie ich ihn damals kannte, also das, was ich verstanden hatte. So I said yes to Jesus, like to that Jesus that I knew back then and about what I understood. Und also ich habe dann natürlich viele Jahre später das alles nochmals für mich anschauen müssen und habe einfach von Grund auf meinen ganzen Glauben nochmals angeschaut. So many years later, I was looking at my own faith, like really from the inside out, reconsidering my faith. Vor allem, als ich dann realisiert habe, dass ja mein Vater, eben mein Kultvater, Ältester war und mich aber gleichzeitig auch so missbraucht hat. Especially when realizing that my cult father was an elder in the church while at the same time abusing me. Und das war ein ganz langer Weg, bis ich
bemerkt habe, dass mein Glaube nichts damit zu tun hat mit den Menschen. So it was a long process realizing that that the faith that I have has nothing to do with the people. Sondern dass es eine persönliche Beziehung ist mit Jesus. Dass es eine intime persönliche Beziehung ist und nicht anhand von den Christen oder Nicht-Christen verhalten. So, and when that I realized that it's not about the behavior of other Christians, but it's about an intimate personal relationship with Jesus Christ. Und das ist natürlich, das ist über ganz viele Jahre hinweg gegangen. Das sind viele Prozesse, die ich durchgegangen bin. And that took quite some years, different processes. Ja. When did you begin to get healing and freedom? Wie war denn das? Wann hast du angefangen, Heilung zu bekommen und auch frei zu werden? Das ist auch ein sehr, sehr langer Prozess über, ich würde sagen, mindestens 20 Jahre. I would say that was such a long process, about over 20 years. Ja, aber ich habe etwas ganz, ganz Einschneidendes erlebt. But something profound happened in my life. Dass ich eines Tages... ja, ich saß plötzlich vor den Füßen Gottes. One day I found myself at the feet of God. Und dann hat er mir gesagt, ich solle reden. At the feet of the throne of God and he told me to speak out. Und ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe, das werde ich nie tun. And I remember saying, no, I will never speak out, I will never do that. Weil eben reden bedeutete ja mein Tod. Because speaking out meant being killed. Aber er hat mir das dann trotzdem nochmals gesagt und da war so viel Liebe darin. But when he told me again, it was so full of love. Dass ich wusste, dass das werde ich tun müssen, aber das ist gut. So I knew I have to do it. It was his command, but I knew that it will be okay. Aber bis ich jetzt wirklich 15 Jahre nachher, also es sind jetzt 15 Jahre vergangen, seit Gott mir das aufgezeigt hat. So it's 15 years since this experience, since God showed me, I have to speak out. Genau, und jetzt ist ja mein Buch erschienen, Ich rede. And now my book is available. It's called Speaking Out. When did you write your book? Bitte? When did you write your book? Also ich habe es letztes Jahr geschrieben und auf Deutsch habe ich es letztes Jahr im Dezember rausgegeben. So I was writing it last year and it has been published in English. When was it? Ja, im Dezember in Deutsch und im Juli in Englisch. So, December 21, it was published in German and now in July in English. Ja, es brandneu. Genau. Ja. Und ich würde sagen, das sind von dem Moment an, wo Gott mir das gesagt hat, bis jetzt, wo das Buch rausgekommen ist. From that moment on, when God told me to speak out until now that I published the book finally. Bin ich durch diverse Prozesse gegangen, gewisse bewusst, andere nicht so bewusst. I went through so many different processes. Some were some conscious and some subconscious. Und heute weiß ich, dass das zu meinem Weg der Heilung gehört hat. And I know today that this was all part of my healing. Ja, ja. Aber als ich dann realisiert habe, dass ich in einem satanischen Kult drin bin. But when I realized that I still am part of a satanic cult. Da habe ich mich entschieden,
so einen sogenannten äußeren und einen inneren Ausstieg zu machen. I knew that it had to be an inner and an outer escape or exit. Und der äußere Ausstieg, das hatte damit zu tun, dass ich wirklich mein Land, mein Job, meine Wohnung und meine Familie verlassen habe. So the outer exit was that meant that I left my country, left my job, left my surrounding, left my friends, my family. Und der innere Ausstieg, da musste ich lernen, also meine verschiedenen Persönlichkeitsanteile kennenlernen. And the inner escape or the inner departure from my story meant that I had to get to know all these different personality parts. Und eigentlich ihnen aufzeigen, dass sie angelogen wurden und ihnen die Wahrheit aufzeigen, so dass ich einfach, dass auch langsam Integration stattfinden kann. So I had to explain to them that they were lied to, were being lied to, and also had to show them and to tell them the truth about what was going on and what was happening, and in order to then slowly, part by part, integrating them back. Did you have to introduce Jesus, teach them to be filled with the Holy Spirit, and cast out demons out of different parts of your personality? Darf ich dich fragen, wie das war? Musstest du den einzelnen Persönlichkeitsanteilen, jedem einzelnen Teil Jesus vorstellen und Dämonen austreiben und eine Entscheidung treffen und dafür Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten? Für jeden einzelnen Teil? Nein, ich habe nicht das bei jedem Einzelnen gemacht. Das war zum Teil so. For some, it was like that, as you are describing it, but I haven't done it with all of them, with each single one of them. Aber ich habe zum Teil auch Gruppen zusammennehmen können, zum Beispiel die Gruppe der Kinder. But because I was sometimes able to have them together in a group, to group the personality parts, for example, the group of children. Und da musste ich ja nicht zu jedem einzelnen Kind gehen, sondern das konnte ich dann wie in der Sonntagsschule, so wie ein Lehrer in der Sonntagsschule. So I was able to do it like Sunday school, like a teacher before a class and not having to, to speak to each child. Do you, genau. Has that actually taught you to minister to other children? Has it helped you understand people better by speaking to your parts? Hat dir das geholfen, dass du auch anderen besser dienen kannst, dass du auch Kindern zum Beispiel dienen kannst? Hat dir dieses Reden mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen auch geholfen im Umgang mit Menschen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich habe sehr viel eben schon vorher unbewusst eigentlich gemacht. Also und jetzt, wo ich dieses Bewusstsein habe für diese verschiedenen Anteile, ist, wie soll ich sagen, die Feinfühligkeit oder die Empathie nochmals sehr gestiegen. Yes, definitely. And I also believe that I did lots of that already, ministering to the different parts, like subconsciously. But now that I was aware of all of that, I think my sensitivity is definitely on another level now. It's kind of off an offshoot. So I do have a question, but I don't want to go too far from your story. But you mentioned that earlier when you were talking about celebrities, you said Princess Diana was under their control. When people are adults and they are under someone's control,
should we assume that they were prepped to be under control? Was she, do you think somebody like her was chosen to be used by Prince Charles or something like that? And I'm just using her as an example because, yeah. Give the translation. Sorry, yeah. Sorry. Ich habe eine Frage. Ich möchte nicht mich allzu weit von deiner Geschichte wegbewegen, aber mich würde interessieren, weil du auch Prinzessin Diana erwähnt hast und dass sie unter der Kontrolle stand von dem Vater. Die Frage ist, wie das gehen kann, dass eine erwachsene Person unter der Kontrolle von jemandem ist. Glaubst du, dass sie extra auserwählt wurde für einen bestimmten Zweck und dass sie quasi dazu präpariert wurde, unter dieser Kontrolle zu sein, dass sie zum Beispiel zu einem bestimmten Zweck eben für Prinz Charles, was auch immer, quasi dazu gemacht wurde? Ich kann da ja überhaupt nichts behaupten, was die Prinzessin Diana betrifft. I can't really tell you how it worked with Princess Diana. Aber ich kann bestätigen, dass Menschen genau, um gewisse Aufgaben zu erfüllen, dazu präpariert werden. But I can confirm that certain people are being chosen and prepared and prepped for certain tasks, special tasks. Zum Beispiel weiß ich auch, dass Personen schon von Geburt aus ausgewählt werden, um dann eigentlich in einem späteren Zeitpunkt geopfert zu werden. So for example, I know that some people are chosen from birth to be sacrificed at a certain point later in their life. Ja, und dass dann andere dazu ausgebildet werden, diese dann eben in einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel eben zu opfern. And that others are chosen also for a certain time to be the ones who are sacrificing the others. Also dass man da wirklich, also die Menschen werden so programmiert. Wir reden da von Programme, wie auf einem Computer. So people are being programmed. We are really talking programming, like with a computer. So are you still on your journey of integration, or do you feel like you are whole? Bist du immer noch auf der Reise? Hast du den Eindruck, dass du immer noch auf deinem Heilungsweg bist, diese verschiedenen Anteile zu integrieren, oder fühlst du dich ganz? Nein, ich bin noch auf meinem Heilungsweg, aber es ist so, dass ich davon überzeugt bin, dass ich keine Anteile mehr habe, die ich nicht kenne. I am still on my journey towards healing, but I am sure that there are no parts of me that I don't know. Und vor allem auch die eben nicht mehr auf Trigger reagieren, die Täter gesetzt haben. So I'm sure that there are no parts of me, no sub-personalities that are perpetrator loyal and would react on triggers or they don't have access to me. Ja, genau. Und wie ich vorher gesagt habe, eben, ich bin, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus, seinen Sohn, also ich bin gläubig. And as I said before, I believe in God, I believe in his son, Jesus Christ, I'm a believer. Und es ist wirklich so, dass ich ganz eng zusammen mit dem Heiligen Geist arbeite. So I'm always working very closely with the Holy Spirit. Weil ich einfach weiß, dass er der Geist der Wahrheit ist. Because he is the Spirit, he is the Spirit of Truth. Und dass es, ja, je mehr ich eigentlich in diese intime Beziehung mit ihm komme. And the more that I have intimate relationship with him.
und auch Zeit verbringe, um zu fragen, aber auch dann die Zeit mir lasse, um zu hören, was er zu sagen hat. And the more time I spend with him, the more time I spend asking him questions, but also taking time to listen, what he has to say. Und da merke ich einfach, weil er mir die Dinge aufzeigt. And I just realize, because he's the one showing me things. He's the one explaining. Dass es mir einfach immer besser geht. And this is why I'm getting better and better. Amen. Yeah, amen. Und, ja. Yeah. When you talk about und, Jesus, we can see the joy in you when you talk about him. Your face changes, mm-hmm. you smile, it's beautiful. Yeah. Wenn du davon sprichst, dann Thank sehen wir you. Das an. Wir sehen die Freude auf deinem Gesicht. Du leuchtest richtig auf. Das ist wunderschön. Danke. Ja, und ich habe auch gute Freunde oder Personen, die mich auch verstehen und mit denen ich dann auch gewisse Dinge besprechen kann. And I also have good friends, people that are close to me that I can talk to. Amen. Yeah. Good. Yeah. Well, thank you for sharing your story. We're gonna buy your book, and we are Danke, going vielen to. Dank, dass du deine Geschichte uns erzählt. And we're going wir to share it. Wir werden Dankeschön. Das auch weitergeben. I would like to pray for you. I'd like to ask my wife to pray for you. She has a little more experience, firsthand experience, in doing this kind of ministry. And I just think that the Lord has something to give to you through her prayer. Und ich würde gerne noch zum Abschluss für dich beten, meine Frau fragen, ob sie für dich beten kann, weil sie einfach da noch näher dran ist und mehr Erfahrung auch hat im Dienst. Genau, in diesem Thema. Dankeschön. Okay, Holy Father, we thank you that you are holy and we thank you that you are pure. We thank you for your blessing. Wir danken dir, heiliger Vater, dass du heilig bist, dass du rein bist. Wir danken dir für deinen Segen. You are gold to us. You are precious to us. Du bist Gold für uns. Du bist so wertvoll für uns. Thank you for your freedom. Danke für deine Freiheit. Lord, please restore innocence and purity. Herr, bitte stell du die Reinheit wieder her. I pray Chantal would feel renewed every morning. Ich bete, dass Chantal sich jeden Morgen erneuert fühlt. We pray your blessing over all of her family and friends. Wir beten auch und segnen die ganze Freunde und Familie. Thank you that you've called her to speak up and may your angels protect her everywhere she goes. Danke, dass du ihr aufgetragen hast zu sprechen und ich bete, dass deine Engel sie beschützen, wo auch immer sie hingeht. We pray for deeper healing. And wir beten für tiefere Heilung. She would always have a clear path to receive from you. Und dass sie immer einfach ganz klar von dir empfängt, Wegweisung empfängt. I pray you would break every chain, even the small ones. Bitte, dass du alle Ketten zerbrichst, sogar die ganz kleinen. Thank you for this woman who is a great warrior. Danke für diese Frau, die so eine großartige Kämpferin ist. We bless you and we love you, Lord.
Wir danken dir, wir lieben dich, Herr. In Jesus' name, amen. Im Namen Jesus, amen.